Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultierland-Video. Es geht mal wieder um einen Kinofilm, denn ich habe mir jetzt White House Down reingezogen. Das ist der Film vom Roland Emmerich und der hat ja schon mal das Weiße Haus in die Luft gejagt und das macht er jetzt so ein bisschen wieder, denn das Weiße Haus wird angegriffen, Amerika wird angegriffen und natürlich der Präsident. Es ist natürlich ein Film mit genügend Patriotismus, aber ich muss sagen, für einen Hollywood-Film hält der sich wirklich in Grenzen. Hauptdarsteller sind Channing Tatum, hat man vielleicht hier oder da schon mal gesehen, nichts groß Bekanntes, aber denjenigen, der den Präsidenten spielt, und zwar einen schwarzen Präsidenten, Jamie Foxx, den kennt man nun wirklich. Und aber jetzt zum Film. Es ist sehr schön, es bietet sich natürlich der Vergleich an zu Olympus Has Fallen. Der Film ist ein bisschen früher gestartet und Hollywood hat ja auch so ein bisschen die Eigenschaft, wenn der eine Film mit so einem Thema startet, dann ist direkt dahinter oder direkt dabei noch der Konkurrenzfilm. Denn ist natürlich auch ganz clever gemacht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Leute gucken den einen und vergleichen dann mit dem anderen und gucken dann sogar beide Filme. Oder man will sich nur einen angucken und dann hört dann im Freundeskreis die einen sagen, der ist besser und der ist besser. Nun aber erstmal White House Down. Gute anderthalb Stunden geht er und ja, ich fühle mich gut unterhalten. Ich stehe natürlich auf so ein Action, ich nicht jetzt scheiße, aber auf so Actionfilme. Natürlich mit den Amis ein bisschen, wobei die sich wie gesagt zurückhalten. Das ist nicht so überladen, wie man das aus einigen Filmen kennt. Ich habe ja schon erwähnt, der Titel sagt es ja auch, White House Down. Das Weiße Haus wird angegriffen und es wird übernommen. Und jetzt liegt es natürlich an unserem einsamen Helden, den Präsidenten zu retten, das White House zu retten und die bösen Buben zu vertreiben, zu töten, festzunehmen. Ihr könnt es euch ausmalen, was passiert. Es ist natürlich im Stil von einem Stirb langsam und den ganzen anderen Actionfilmen da draußen. Da erwartet jetzt nichts Großartiges Neues. Was wir aber natürlich schön bewerten können, ist dieses grandiose Setting. Denn dass das Weiße Haus von irgendjemandem angegriffen wird, ihr merkt, ich verrate nicht zu viel von der Geschichte, passiert nicht alle Tage. Deswegen allein dafür schon mal Pluspunkte gegenüber anderen Actionfilmen. Von den Explosionen, von der Grafik geht der Film wirklich in Ordnung, das macht Spaß. Sound, Audioeffekte oder sowas sind gar nicht groß hängen geblieben, also da erwartet da nichts. Hier und da gibt es dann auch mal ein paar Lacher zwischen den beiden Hauptdarsteller, denn natürlich rettet unser einsamer Held bzw. findet den Präsidenten und der Präsident muss sich mit ihm dann mit gegen die Bösen ein bisschen durchschlagen. Das sorgt hier und da für einzelne Lacher. Das ist in Ordnung. Man kriegt auch genug von dem amerikanischen Sicherheitsapparat, natürlich dann die Army und alles, die Secret Service im Hintergrund, die dann jetzt auch noch außerhalb des Weißen Hauses da versuchen, was zu machen. Passt. So ein stimmiges Setup, wie man sich das vorstellt. Schauspielerisch geht es in Ordnung. Hier und da sind so ein paar Sätze oder ein paar kleine witzige Monologe, die eingebaut worden sind von Nebendarstellern, wo man sich denkt, das muss doch jetzt nicht sein. Und was auch nicht fehlen darf, das nervige Kind, was man aus genügend Filmen kennt, wo man sich dann denkt, ihm wird gesagt, tu das nicht und es tut es doch. Und man denkt sich nur, warum? Ne? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das sind dann immer die Sachen, die werden eingebaut, damit es dann noch ein bisschen spannender wird und man ein paar Sekunden mitfiebert. Aber der normal denkende Mensch regt sich dann eher drüber auf und denkt sich, boah, dieses Kind. So. Aber schauspielerisch ansonsten okay, fühlte mich gut unterhalten und wer auf Actionfilme steht, der kann da getrost reingehen, das passt. Der Film zieht merklich nochmal in der zweiten Hälfte an, auf jeden Fall. Da kommt nochmal so richtig was Spannungsgeladenes, geht in Ordnung. Wenn ich den jetzt bewerten würde, so 7,5 für Leute, die halt nicht draufstehen, die gehen da gar nicht erst rein. So, und jetzt noch der Vergleich, der sich ja anbietet mit Olympus von White House Down mit Olympus Has Fallen. Wenn ich mir einen von beiden aussuchen müsste, und natürlich habe ich den Olympus-Film natürlich noch nicht so lange, schon etwas länger nicht gesehen, würde ich zu Olympus Has Fallen tendieren. Fand ich ein bisschen spannender, da war dann dieses Patriotische, was ich eben noch kritisiert habe, ausgeprägter als Warnung.
aber im Großen, es war einfach noch mehr actiongeladener, noch mehr bombastisch und man hat noch mehr mitgefiebert. Da war einfach diese Spannungskurve noch für mich persönlich eine ganze Ecke höher als bei White House Down. Trotzdem, die Actionfans gucken sich natürlich beide an und das soll es jetzt gewesen sein. Mein Review, mein Fazit für White House Down mit Jamie Foxx und Channing Tatum und der Kamera Roland Emmerich. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!